Okay. So, wie ist jetzt der Pegel immer noch entspannt? Ja, ne? Ja, tatsächlich. Also, Perfekt. wir sind jetzt noch sehr entspannt. Ich freue mich auch eher mehr, glaube ich. Weil gerade im Fünfgangpreis, da ist es ja immer so, ich finde, da kann alles passieren. Ja. Das ist so. Hast du denn so einen kleinen Glücksbringer oder so? Oder ist er dein Glücksbringer? Ich denke, er ist mein Glücksbringer. Ja, ne? Und meine Freundin, glaube ich. Tatsächlich, ich reite immer mit der Krawatte von meiner Freundin, Okay. weil ich mit der immer gut abgeschnitten habe bis jetzt. Und die ist jetzt mal kaputt gegangen Okay. einmal. Und da hat gesagt, also ohne die kann ich nicht reiten. Da haben wir 3 Stunden da gesessen und die Krawatte wieder zusammengebastelt. Ja, aber ansonsten tatsächlich nicht mehr. Und du bist auch im IPZV Nordsportkader? Ja, genau. Bist du da mit Pferden oder bist du mit mehreren Pferden? Wie funktioniert das? Also ich bin mit Gerd im IPZV Nordsportkader jetzt seit letztem Jahr. Ja. Und er ist auch das einzige Pferd, mit dem ich da drin bin momentan. Wir hatten jetzt die Chance, Anfang dieses Jahres auch Nachwuchspferde vorzustellen. Ja. Und da war ich auch mit Manni einmal dabei. Und jetzt geht es natürlich darum, den Manni bestmöglich zu präsentieren. Und dann guckt man mal, ob man vielleicht mit ihm auch aufgenommen wird. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Jetzt im Moment mit Gerd am Start und auch glücklich, da aufgenommen worden zu sein. Ja, aber das ist ja toll. Dann ist ja, glaube ich, für dich letztes Jahr ziemlich viel passiert. Du bist ja auch umgezogen, Ja, oder? richtig, genau. Wo findet man dich denn? Man findet mich jetzt aktuell in Pinneberg. Und das ist aktuell, wir wollen da gern auch bleiben. Das ist nördlich von Genau, Hamburg, wir ne? betreiben da, Ja. also ich betreibe da eine relativ große Reitanlage mit einem großen Reitplatz in der Riesenhalle. Und wir haben wirklich sehr gute Trainingsmöglichkeiten bei uns. Haben jetzt auch angefangen, ein bisschen Einstallbetrieb zu machen, noch im kleinen Stil. Wir wollen auch nicht so ganz groß werden, haben aber jetzt schon mit Verkaufspferden, Berittpferden und so weiter einen Pferdebestand von, ich glaube, 40 Pferden ungefähr. Okay. Sind schon ganz groß jetzt dabei. Bin aber sehr glücklich, da gelandet zu sein Ja. tatsächlich. Also es ist für mich super optimaler Standpunkt, Standort, auch für meine Kunden und so weiter. Ja, Das ich ist bin ja schon auch super. Hamburger. Von daher weiß ich ja, wie wichtig es ist, dann Genau. auch Hamburg nah Ja. einzustellen, wenn man aus Hamburg kommt. Das Ja. stimmt. Ja, und ursprünglich kam ich ja aus Kassel, also es war ja Ja. wirklich von Kassel, dann war ich kurze Zeit in Soltau Ja. und jetzt nach Pinneberg und da möchte ich jetzt aber auch bleiben. Also Zur ich Ruhe bin, kommen. genau, bin sehr glücklich da. Wunderbar. Ja, vielen Dank, Sina. Wir Ja. wünschen dir viel Erfolg und dann Dankeschön. sehen wir uns vielleicht danach nochmal. Wir sprechen. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Und weiter geht's mit Inga und Gideon. Ja, dann ab 13 und 10, also in 9 Minuten, und das schaffen wir gut. Hey Sina, hallo, wir sind wieder da. Ja. Ganz gut, also er war ein bisschen wild heute, aber ich wollte guten Pass haben und der war gut. Und dann ja, der war wir haben eine 7 auf Pass gekriegt. Voll gut. Das ist für uns jetzt schon richtig cool. Wow. Weil es manchmal so ein bisschen am Viertakt war die letzten Male und jetzt haben wir geübt und scheinbar hat es sich ausgefallen. Und das war so unser Ziel. Wir wollten Pass haben. Okay, also Ziel wir. Erreicht, genau. Alle glücklich. Genau, wir alle glücklich. Sehr schön. Ja, dann herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss.